guten Tag, liebe Clasher-Freunde. Ich bin immer noch nicht weiter. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Ich will ja immer noch auf die 1500 Pokale. Ich bin immer noch nicht weiter, aber scheiß drauf. Wir haben Spaß zusammen und jetzt hoffen wir, dass wir jemanden in die Fresse treten können. Ah, ein Hüttenspammer. Ist eigentlich komisch, dass er dann wiederum von dort aus setzt. Aber ich werde die Chance gleich nutzen, wenn ich zum ersten Mal hier, zack, gleich den Schweinereiter hinterher, der den Riese richtig extremst schiebt. Ja, genau. Ah, das war nicht gut. Nein. Ja, passt, Junge, passt. So, spätestens jetzt müsste bei ihm eine Lampe angehen und sagen, hey, yo, meine Taktik ist geil. Aber die wird garantiert nicht angehen, glaubt es mir, die geht nicht an. Und er wird weiter spammen und probieren und wird dann wieder dabei merken, dass er auf die Schnauze fällt. So, und jetzt geben wir es ihm hart. Ich tue jetzt mal so, als würde ich defenden wollen. Oder defende auch erstmal, weil das war schon eine ganz schöne Menge hier, was hier abging. So, jetzt kämpfen sie sich durch. Jetzt schwäche ich den nochmal. Tackle dann noch ein bisschen den Tower an. Und er kann effektiv momentan nicht gegen mich gewinnen, weil ich halt noch in der Hinterhand die beiden Elixierpumpen habe. Und die sind halt mein Vorteil. Also er kann nicht gegen mich anstinken. Ist unmöglich. Ich bin mal ein Arsch. Ich setze hier einfach mal ein Inferno und dann erkläre ich das als meine Zone. Fertig. Das ist Gusos Zone, wenn du verstehst. Hier kommt ein Riese. Den Turm schenke ich dir. Gerne, den kannst du gerne haben. Aber versteh bitte, dass es jetzt gerade um deinen Turm geht, der dir gleich auseinandergenommen wird. Alter, hat der viele Goblins? Alter, hat der viele Goblins? Alter, das war gerade richtig eskalativ, Junge. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Komm, scheiß drauf. Er ist eh beim Tower, der noch richtig was aushält. Und ich riskiere es jetzt. Jetzt Hardcore, gib ihm directly into the face. Into the Friese, mitten rein. 71. Noch einmal. Ich habe keine Scheiße. Komm hier, ich muss ablenken jetzt mit dem Schweinchen. Ich Idiot, ich hätte das Schwein hinten setzen können. Ah, das war dumm von mir, echt. Ich hätte das Schwein hinten setzen können, wäre es das gewesen. Und jetzt nehme ich keine Pfeile für dort, sondern ich nehme die Pfeile von da und dann gehe ich. Oh yeah. Ich weiß, es war nur ein Level 6 Gegner, ist mir scheißegal. Moin. Hi, hi, ich nehme dich gleich mal mit in die Aufnahme. Warte mal, Bildschirmübertragung. So. Du siehst sie dann. Jetzt müsstest du sie sehen. Ja. Perfekt. Und zwar bin ich in einem Fight gerade drinne. Nee, nicht. Ich bin in einem Fight. Also, hier guck mal mein Deck an gerade. Mhm. Und nicht lachen. Ich möchte auf 1500 Pokale. Ja. Und das machen wir jetzt zusammen. Boah, 9er Lakai, ne. Ja? Ja. Willst du wissen, wie hoch meine sind? 13. Nee, auf mich mal noch mein zweiter Paar. Ach so. 6? Ganz, ja, wahrscheinlich. Ich probier mal. Ach, wir können eine Kronentruhe öffnen. Sehr gut. Ich sehe gerade der Sound von. Ah, nee, doch, er ist noch da. Oh, sehr gut. So, also hier, naja, nicht so. Schade. Na, ein Knall noch. Den habe ich eine ganze Zeit lang wirklich verwendet und er ist auch nice. Aber ich habe den jetzt rausgenommen. So, jetzt gucken wir mal.
ob wir dem nächsten wieder auf die Schnauze hauen können. Oh, das ist genau 1500. Nicht mehr lange. Also ich würde mal sagen, wenn er nicht angreift, nehme ich die Elixierpumpe. Ah nein, scheiße, er greift an. Dann Inferno. Ja, ich weiß, ich habe den Fall. Ja, Du brauchst vollkommen. auch nichts mehr. Nee, Nee, nee. nee, 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 war ja schon, das war ja schon gedroppt dann. Hast du aber vollkommen recht, da hätte der Inferno sitzen müssen. Jetzt hat Auf er Inferno aber. Seite. Wieso? Wenn er jetzt zum Beispiel Fireball zum Beispiel, dann Ja, macht er auch wenn. beiden Damage, wenn er noch was hätte. Hat Immer er auf die andere nicht. Seite setzen. Seit dem Update sind die ja leider nicht mehr so stark. Die Oder Feuerbälle oder selbst. was? Nee, die Sammler, die haben ja nicht mehr so viele Lebenspunkte. Oh, ich finde aber, die halten echt schon gut aus. Ja, aber im Vergleich vorher, da waren das ja richtige Riesen. So ungefähr so viel. Siehst du, jetzt macht er Fireball und weg ist Ja, er. aber ganz ehrlich, er hat ja bei mir schon, ich habe ja schon ein bisschen was durch den Elixiersammler bekommen. Ja, aber du musst ja jetzt gucken. Der hat ja bei 50% ungefähr das Ding weggehauen. Das heißt, wäre es rechts gewesen, hätte er entweder den Fireball auf deinen Sammler gemacht, dann hättest du keinen Turmschaden bekommen. Ja. Oder er hätte halt deinen Turm nur gefireballt und dann hättest du zum Beispiel Barbaren Dreck machen können oder ja, du hast halt dann full Dein Elixier. Mikro hört sich gut an. Mein Mikro? Ja. Das hörte sich gerade echt gut an. Hört sich das nicht immer so an? Nein. Es hörte sich sehr, sehr gut an. Ich wollte es nur mal sagen. Yeah. Wenn er jetzt ein Schwein setzt, droppe ich den Inferno Tower. Und habe es getan und sein Schwein geht da definitiv hart drauf. Und mein Inferno ist noch zur Hälfte am Leben. Richtig nice. Ja, Ah, das ist scheiße, ja, zu natürlich dicht. scheiße. Ja, zu dicht am Dings gesetzt. Ja. Aber Ich jetzt ist hab's. schön, jetzt hat er auf jeden Fall keinen Fireball für die Barbaren, wenn du sie gleich setzen möchtest. Ich würde jetzt gerne wieder hier die Kombo, dass der Jetzt kannst du in der Schweinereiter. Mitte vielleicht die Barbaren setzen. Dass die Schweinereiter den Riese so hardcore wegschiebt. Das ist so Oder hart. Firefight. Ja, ich weiß, ich weiß. Schade. Junge, kommt doch jetzt! Und jetzt kommen meine Barbaren? Ja, das lief doch gar nicht schlecht. Das lief doch gar nicht so verkehrt. Oh, sehr schön. Und gleich noch ein Schwein hinterher. Der soll direkt auf die Fresse kriegen vom Schwein. Ja, So, Schwein macht sehr viel nebenbei. Schaden jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, halt wirklich diesen, im wahrsten Sinne des Wortes, diesen Push, den du den Truppen halt gibst, ist so hardcore. Wie du die nach vorne Wer fällt? schiebst. Barbaren! Yeah! Da waren Barbaren. So. Ich habe mein erstes Turnier gespielt gestern. Echt? Ja. Ich bin einfach reingegangen, also waren 99 von 100, also dieses typische Problem und ich komme nicht rein. Doch, doch, ich kam rein. Oh, sehr schön gewonnen. Oh, Das wie waren es bei dann mir normales, ne? läuft. Das kleinste Turnier wahrscheinlich dann. Ja, das ist irgendwie 100 Mann. Ja, 500 Gem, 30 Karten oder so. Irgendwie sowas. Also war richtig, richtig nice. Erzähl, jetzt sag du mir nochmal, bitte kurz nochmal einen Tipp. Was könnte man im Deck noch ändern? Also nicht, wer weiß wie viel, sondern weil ich bin in. Also ich will nochmal kurz eine Erklärung abgeben. Also, Barbaren, mega geil. Also wirklich, weil halt wirklich Death ist der Hammer. Musketier komme ich ganz gut hin, weil es auch wirklich relativ viel Schaden macht und eben auch die Lufttruppen halt runterholt. Ja. Lakaien brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen, genauso wie Sammler. Mit dem Inferno habe ich richtig gute Erfahrungen mit Riesen, Schweinen und eben auch Pekkas und sowas. Das geht richtig gut weg. Schwein hast du ja gerade selber gesehen, alleine schon zum Schieben vom Riese ist mega nice. Und die Pfeile halt. Jetzt Ja, kommst du. also dein Deck ist auf jeden Fall ziemlich teuer, ne, mit 4,3. Ja, da hast du recht. Ja, ist die Frage jetzt. Ich bin seit dem Update, sage ich mal, nicht mehr so der Mega-Fan vom Inferno. Einfach Okay. weil du erstens durch den Sepp, den ja komplett resettest. Ja. Plus, wenn er halt eben bei einem gefreezed wird, ist es ja auch nochmal resettet und er kriegt halt sowieso ja keinen Schaden mehr raus. Aber das wäre jetzt bei jedem Defense-Gebäude. Da eventuell einfach mal probieren, wenn du viel gegen Hog-Decks spielst, so wie der gerade, Ja. einfach Kanone reinnehmen und die halt mittig platzieren. Am Oh, besten die, sind das mit der beide Kanone Kanonen. geht gar nicht bei mir. Echt, muss ich wirklich sagen. Bei Ich dir meine, drei du hast Kanonen? natürlich recht. Du bist um einiges günstiger. Das ist auf jeden Fall so. Aber die hält nichts. Bei mir, also die ist ja auch erst Level 7. Die hält nichts. Echt, ohne Scheiß. Du hast ja Die hält ja gerade. leider nur noch so zwei, also drei Hits aus, wenn da kein anderer Damage drauf kommt. Ja, Wenn und der der hinter Infer. den Sept, also wenn der zum Beispiel, weiß nicht, du setzt irgendwelche Truppen oder der Sept halt nur die Kanone mit dem Tower,
dann braucht der Hogrider nur 2 Hits. Ja. Je nachdem, was du für ein Level da hast. Ne? Ich meine, du kannst sie ja leveln, theoretisch. Ne? Du kannst sie ja locker, mindestens, also auf Level 8 bekommst du sie ja. Auf Level, na, auf Level. Ja, klar, bloß guck mal, wenn ich jetzt sage verbessern, so. Da ist ja richtig viel. Also ich finde, die ist wirklich so extremst schnell down. Ja, weißt die ist du? Auch extrem schnell down. Also da ist der Inferno viel besser. Zum Tanken ist der Inferno auf jeden Fall besser und klar, gegen all die großen Dinger, Pekka und Co., ne? Genau. Und so weiter. Genau. Nur das Problem beim, wie gesagt, beim Inferno ist halt, die Kosten sind 5 und kleine Truppen können halt super zum Problem werden, wenn du zum Beispiel die Pfeile nicht in der... Ja klar, das stimmt. Also man muss dann schon gucken, man muss gucken, dass man, wenn denn am besten, beides im Deck hat. Das stimmt schon. Der ist natürlich auch gut gegen den Royal Giant, aber ja. Ich weiß nicht, dagegen spielst du wahrscheinlich. Doch, leider, doch. Ja. Doch schon? Ist schon, ja, hör auf. Ja. Hör auf. Ist nicht lustig. Gucken, je nachdem, weißt du, wenn du da von 10 Spielen 8-mal nur Hawk Rider hast, dann machst du Kanone rein und probierst aus. Ja, ich teste. Ich teste nochmal. Grabstein gibt es auch irgendwie eine neue. Ah, okay. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was der hier auspackt. Jetzt würde ich ja natürlich, wenn er nichts macht, würde ich gleich raussetzen. Hier, zack, gleich nochmal volle Produkt. Jetzt würde genau. Die Pfeile vielleicht bereithalten, falls Minion Horde oder so ein Kram. Ja, da jetzt ist egal. Egal, einfach durchgeschoben und fertig. Und jetzt kriegt er einfach ein bisschen auf die Fresse. Alter, das ist sehr nice. So, und jetzt mit dem... Mit der... Ah, scheiße, hier. Warte. Pekka. Da will ich nichts riskieren. Die Hexe ist mir in dem Fall egal. Aber Pekka gehe ich davon aus, dass es ganz schön hart wäre. Jetzt die Barbaren hier deffen. Die Hexe hat schon krass viel Schaden. Ja, auf jeden Fall. Und der Bomber dahinter, hinten ran. Der Bomber ist auch okay. Jetzt gleich noch zusätzlich, weil sie ja schon ein bisschen was Vorlauf haben, hier gleich noch Musketieren rein, weil die Barbaren sind zwar in dem Fall wirklich Schild, aber mehr auch nicht. Das war ein Fehler von ihm, dass er da nichts gesetzt hat. Muss, geht gar nicht anders. Riese muss drinne sein. Links geht der Tower down. Ja, der geht definitiv down, da hast du recht. So, hier nochmal schnell, dass der nicht Ewigkeiten hält. Ja, so passt. Jo, das ist ganz nice. Oh, kriegst du die Hexe? Nein. Die kriege ich nicht. Fast. Ich sehe aber, er hat einen Packer wieder. Wird wieder... Ich meine, ich hätte mir noch Zeit lassen können. Hier siehst du eigentlich das Problem. Dein Deck ist so teuer, dass du im Prinzip nichts zusetzen kannst. Und hätte er jetzt, sag ich mal, einen größeren Push gehabt, dann wäre es ziemlich schwierig geworden, da wieder was zu machen. Aber guck mal, ich konnte wiederum... Du musst auf jeden Fall die Pumpe bauen. Ja. Du musst die ganze Zeit bei so einem teuren Deck, musst du eigentlich den Angriff die ganze Zeit... Verstehe. Und, keine Ahnung. Jetzt hier unten links, richtig? Ja. Ja, verstehe ich. Das, und die habe ich meistens auch gebaut und dadurch habe ich das nicht so krass gemerkt, diesen Elixiermangel. Ja. Das stimmt schon. Und weil wir jetzt den Prinzen zum Beispiel sind, du hast nichts, um den Prinzen abzulenken. Außer die Barbaren. Ja, genau, aber das reicht. Die Barbaren sind da echt mega gut. Und jetzt geht mein Sammler weg. Dumme Sau. So, ich muss hinten ran, weil sonst ist der Giant da umsonst. Ich will ihn jetzt mal ärgern. Jetzt machst du zu viel rein. Okay. Überrennt er dich. Ja, der Tower geht dann down. Ja, der Tower geht das ist halt, dann das, deswegen spiele ich auch selber, sage ich mal, nicht so gern die ganz teuren Decks. Weil die muss man extrem langsam spielen und aufbauend spielen. Und in der Overtime eigentlich entscheiden. Sei es für einen Free Crown oder eben dann auf der anderen Seite nochmal. Ja, egal. Wie du siehst jetzt, du hast keine Chance, da irgendwas zu setzen. Ja, gut, okay, das war wieder eine Folge, den ihr jetzt im Hintergrund gehört habt, das war der Max und den verlinke ich euch auch noch, der hat noch so einen Channel, nennt sich Grizzly TV und da könnt ihr bei dem natürlich auch gerne vorbeischauen. Haut mal rein!